Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Ich muss gerade schauen, wer die Folge live tut. Wir sind wieder hier, einen Tag später. Heute nehme ich mit dem Schwaben auf. Heißt, zwei Tage vorher. Nee, warte mal, gestern mir aufgenommen. Stimmt nicht, vorgestern. Gut, mal schauen, was Abby meint. Genau, geh du in die Stadt, stell die Beine. Ja, und das ist jetzt hier ein Phänomen. Der Schwab meinte auch, dass der Wein ewig bei ihm schon drin ist, aber ehrlich gesagt, es fängt von vorne wieder an. Jeden Tag von vorne wieder. Ich hoffe immer noch, dass es ein Bug ist und dann irgendwie morgen halt das Zeug schon fertig ist oder so, weil eigentlich nach der Liste, wenn ich so anschaue, ich gebe dir eine, so eine Liste, da heißt es, nach, ja gut, 14 Tagen. Okay, Silberqualität. Ja gut. 14 Tage kann natürlich, sind 2 Wochen. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir Ende der Jahreszeit was haben. Oder nicht, das wird sich dann zeigen. Gut, wir gehen mal raus. Wir haben Post. Oh, heute ist das Fest am Abend, oder? Ja, heute ist das Fest. Was? Ich bin meist am Ende. Ich will wirklich ein Kokos-No-No für die Kneipe machen. Aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss kommen soll. Ja, die Quest verfallen ja nicht. Wir nehmen das nächste Mal, wenn die Wüste sehen, eine Kokosnuss mit für ihn. Gut, gehen wir mal kurz mal durch. Aber was wir so hier so haben, hier nix. Haben wir schon wieder Diamanten? Ja, hier 3. Hier 7. Das gibt schon ein bisschen Geld, sehr schön. Dann gehen wir kurz in die Höhle schauen, ob wir da was haben. Eine Pflaume. Hallo, wie sieht's aus? Gut, dann ins Gewächshaus. Sehr schön. Wird auf Zeit, weil ich glaube, unten gehen uns die Sachen aus. Oh, Sternfrüchte sind auch reif. Ich werde echt überlegen, ob ich die Sternfrüchte anbauen soll. Nochmal, ich glaube, ich werde dann wieder uralte Früchte anbauen. Weil die Bienen hat wirklich, glaube ich, am meisten, ehrlich gesagt. Boah. Heftig viel. So, habe ich das alles abgebaut? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Hier können wir kurz mal ein bisschen Wasser. Ah, ich muss sagen, ich habe die Gießkanne nicht getan. Hier Wasser tränken mal wieder. Vielleicht wächst dann die Blume auch noch. Ein bisschen Frühling. Gut, gehen wir in den Keller. Schauen, wie es da unten aussieht. Da laufen noch alle Maschinen. Kaffeebohnen noch. Ich mal mehr da rein. Hier könnte ich eigentlich auch mal das rausnehmen und danach die Sternefrüchte reinhauen. Mach daraus besser ein bisschen Wein. So. Dann könnte ich hier eigentlich die Preiselbeeren reinwerfen. Wir haben so etliche hier schon drin, sehe ich es gerade. Ja. Gute Frage. Was schlau ist. Aha. Stimmt, hier wird's auch langsam Äppel mit. Okay, warte mal kurz. Wir haben hier fast nichts mehr zum Verarbeiten. Nehmen wir hier die 74 raus. Nehmen wir hier mal dazu. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Ich glaube, die werde ich jetzt doch verarbeiten, so zu Saatgut. Wir brauchen nämlich hier noch ein bisschen was, um das zu bepflanzen. Okay. Da müsste schon aus der Superdünger drauf sein, oder? Doch, doch. Okay, das war schon. Aber ich sag, komm, tun die alle opfern jetzt mal. Ahornsirup. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir eigentlich hier für Bäume gepflanzt haben. Ich glaube, alles Eiche. Ahornsirup. Da habe ich an die Bienen gedacht, wo ich damals das gesetzt habe.
Wobei, wie gesagt, das könnte mir aus, aber die Bäume stehen momentan eh da. Also warum verschwenden? So, 7 Sago. Oh, 6 Sago, sehr gut. So. Und ich gieße jetzt heute mal nicht in einen Tag, den lasse ich jetzt mal durchgehen. Ich weiß, der Schwabe würde sich jetzt im Grab drehen, wäre er schon im Grab. naja, Grüße an der Stelle. Oje. So, sind wir das gleiche Scheiße, wenn darauf wartet, jetzt ewigs. Okay, Monetarisierung auch weg. Gut. Oh Mann. Zack. Hallo? Und zack. Wir gehen zuerst mal weiter. In der Zeit kann das ein bisschen hier arbeiten. Schauen wir mal an die Hühner vorbei. Was die heute so bringen. Oh, ich muss mal Stroh kaufen. Hilf mir dran denken, wenn ich dann beim Marie vorbeilaufe. Oder Marnie, oder wie heißt die? Warte mal kurz. Die heißt. Dann. Die heißt. Wo haben sie wo? Bin ich bin vorbei schon. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ich bin vorbei. Wer ist denn das? Shane? Achso, das ist ein Mitarbeiter an der Kasse beim Jojo-Markt. Da hat die Mani, okay. Dass wir ihr noch ein bisschen Stroh kaufen. Ich bin mal zu faul, ich kaufe mir das Stroh jetzt einfach. Ich weiß, man hätte auch vorher ein bisschen mehr Gras einlagern können, aber wisst ihr was? Ich bin ein kapitalistischer Schweizer, ich habe das Geld. Und ich denke auch ein bisschen für das Bruttosozialprodukt, heißt ja für den Umsatz, auch den anderen Läden. Daher tue ich mir das jetzt gönnen und kaufe mir dann ein bisschen Stroh ein. So. Dann schauen, oh hier läuft es nicht mehr. Was fehlt hier? Iridium, wir müssen Iridium gehen, hochfahren gehen, okay. Gut, dann haben wir schon eine neue Aufgabe für heute. Wir machen eine Schwette Iridium-Farm gehen. Wir haben ja genug Bomben da. Also wir können jede Menge farmen. Okay, gut. Dann holen wir uns. Gehen wir noch bei den Kühen vorbei. Da sind wir ja schon mit unserer Farm-Tour für heute wieder zu Ende. Das heißt, wir können dann wirklich dann Freitag noch schauen. Die Zigeunerin, die ist ja auch noch da. Vor der Farm fährt gerade das Auto vorbei. Oh, da haben wir echt viel zu tun. Moment. Na komm schon. So. Dann Milch. Milkos. Hallo? Mein Gott! Mich lasst auf, ey. Boah. Eine Schikane, oder? Recht. Ja, ein paar Einzel frei. Oh, es geht genau auf. Sehr gut. Noch alle kurz knuddeln hier. Knuddel, knuddel, knuddel. So. Oh, hallo? Habe ich das andere Schwein zweimal geknuddelt oder wie? Gut, dann gleich die Sachen noch reinwerfen hier zur Verarbeitung. Dann die Wolle rein, die Milch rein. Milch, 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 Milch. Das war schon. Haben wir nichts. So. Okay. Dann gehen wir runter in unseren Keller. Werfen da trotzdem noch Sachen rein. Ich habe auch die Hoffnung, dass in einmal doch was rauskommt. So, wir haben hier Käse, Wein. Ist ja komisch, dass wirklich jeder Käse gleich lang hat, ne? Ich hätte auch hier noch Weinflaschen. Handelswar. War ist ja nur Wein halt, ne? Wie viel kosten die Fässer jetzt hier noch zu mir bauen? 20 Holz. Ich baue hier ein paar Fässer noch. Haben wir noch können, baue ich noch ein paar.
Okay. Platz hätte ich noch für 4 Fässer. Weiß nicht, ob ich so viel bauen noch kann. Holztechnisch könnte es sogar noch reichen. Also, platztechnisch, ich meine, Wein hätte ich noch für 4 Fässer. So. Das hat eine Anlage für die Zukunft. So allgemein, wenn man mit Wein handelt. Kenner wissen das ja. So. Okay. Ja, mal schauen. Vielleicht ist er doch ihn einmal fertig. Wobei, die werden wieder alle auf voll. Oh, schau mal an. Ah ne, ich dachte schon, ja, sind schneller, aber die habe ich erst später gefüllt. Gut, ja, wir haben etliches hier dabei. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen verkaufen. So hier vorbei. Wir haben auch etliche. Fischen wäre ja auch wieder was. Wobei, wir haben zurzeit ja alles. Hier im Winter haben wir jeden Fisch zurzeit. Also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, Diamanten auch verkaufen, das, so. Gut. Okay. Da würde ich sagen, gehen wir auf Iridiumfarmen. Halt, Zigeunerin. Bin vergessen, ey. Zigeunerin muss natürlich noch sein, Leute. So, gönn mir grad kurz einen Schluck dabei. Finde man im Winter gar kein Artefakt, habe ich das Gefühl. Man findet nur lauter Sachen, also Winterwurzeln und so Sachen. Mein Gott. Auf Freitag wäre auch ein wieder, man könnte jetzt auch einen Riesensprinkler bauen. Das ist super Seegurke. Das ist super Seegurke. Kauf sie mal. Aber das ist ein bisschen haben. Paisebeersoße, Bier. Kirschbomber, Spaghetti. So. Kleiner Kristall. Okay, keine Ahnung, ob ich das wirklich haben möchte. Gut. Wir schauen kurz bei Mani vorbei. Vielleicht können wir tatsächlich noch kurz was kaufen. Bisschen Stroh bei ihr. Ich habe keine Ahnung, wie viel Platz haben wir, 200 oder so. Die ist sogar da. Okay, Tierbedarf. Kaufen wir mal so 200. So. Muss reichen. Gut, gehen wir zurück. Kurz das Stroh ins Lager werfen und dann sind wir dann auch Richtung Bushaltestelle unterwegs, wo es dann wieder weitergeht in die Wüste. Da müssen wir unbedingt eine Kokosnuss mitnehmen für unsere Quest. Ja. Hier oben sind Silos. Jetzt haben wir. Oh ja, die waren. Das war schon nicht mehr so gefüllt. War nicht schlecht. Kann aber noch mehr vertragen. Nochmal 200 oder so bei Gelegenheit. Gut. Boah, schau an, wie viel Krokus hier rumliegen, ey. Geht ein bisschen Geld? Ja, schon. Boah, schau mal, wie viel hier zum Ausgraben ist, ey. Aber ich kann schauen, es kommt kein einziges Artefakt heraus. Das finde ich ein bisschen schade, das ist mir schon oft aufgefallen. Im Winter findet man nur das Gleiche. Ein bisschen langweilig. Ob es daran liegt, weil ich ja alles schon habe, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Ja, Ticket in die Wüste. Ich habe gedacht, ich gehe selber in die Wüste und kann mich niemand in die Wüste schicken. Okay, also wir brauchen eine Kokosnuss. Da ist einer, sehr gut. So, dich brauche ich. Natürlich auch lila, ja. Haben wir ja sogar eingestellt. So, wie sieht's aus? Kacke. Eingesperrt. Oh nein. Fängt ja schon gut an. Kaum angefangen habe ich mich selbst. Was ist das gleiche? Das ist ein Tunnel hier.
Oh, Hardhaus, sehr super. Super, super. Der Schwabe hat sich anscheinend selber erkannt, wie mein Sprengkünstler das letzte Mal. Anscheinend hat er auch so das Glück, dass er sich oft selber fast in Luft jagt. Ich bin so am Let's Play ein bisschen hinterher, muss ich ja zugeben. Aber ich habe schon gesehen, letztes kam bei ihm die Folge der Besuch des Großvaters. Also er ist bisschen vor, ist jetzt schon wesentlich weiter als ich. Ich glaube, er hat auch den Winter gecuttert, so wie ich es mitgekriegt habe, bei den Folgen, die ich gesehen habe. Entsprechend konnte er natürlich dann dadurch Folgen sparen. Aber ich wollte trotzdem was bringen, weil ja, gut, im Endeffekt kommst du nicht davon. Du hast ja dann trotzdem die Folge. Bist auch dann schon weiter. Aber, nein! Weg! Oh Mann, die Bombe gelegen, anstatt die Treppe wischte ich. Also in einmal jage ich mich echt noch in den Tod damit. Ich sehe schon kommen. Oh. Metall ist voll. Moment mal, Kirschbomben müssen wir mal zünden. Die Bomben können wir auch mal zünden. So. Das sieht so viel besser aus als so. Gehst mal. Was? Wie kam der hinter mich? Boah, die irren Viecher, ey. Aber also genau jetzt, wo mein Inventar voll ist, muss ich eine Ebene haben mit lauter Gegner, wo ich gar nicht sprengen kann. Um Platz zu schauen im Inventar. War ja logisch. Ja, wie gesagt, auf meinem Kanal wird zurzeit auch mal die drei Let's Plays geben. Täglich Stardew Valley und abwechslungsweise vorerst mal Mittelerde, Schatten des Krieges und Assassin's Creed Origin. Ich werde wahrscheinlich die Spiele Assassin's Creed Origin und Mittelerde mal, ja, mal gut schön vorspielen ein bisschen, und wenn ich dann wirklich mal sehe, ich habe jetzt wirklich Luft, dann werde ich dann ein weiteres Spiel noch dazu nehmen. Aber vorerst mal nicht, schon wegen Weihnachten und so. Ich muss wirklich schauen, dass ich alles unter den Hut kriege. Ja, sonst geht es irgendwann nicht mehr auf. So, habe ich jetzt schon alles getötet? Ist jetzt die Zeppe erschienen? Huch, wo habe ich was verpasst? Oh, ich bin jetzt gepennt, warte mal. Inventar ist voll. Sag ich, das ist der letzte. Oh, das war der letzte, super. Okay, Kirschbaum, mal schauen. Oh, aber die Explosion doch nicht so schlecht eigentlich. Sehr schön. Ich hoffe mal, ich sprenge hier nicht die Kiste in die Luft, dass da was rauskommt. Ja, scheint so. Oh, ein Loch. Können wir gleich mal runterspringen gleich. Oh, Lithium-Bahn. Warte mal, erst die Spaghetti haben wir Platz. Nein, die Kokos, das ist giftig. Die Spaghetti haben hier Platz für den Lithium-Bahn. Sehr gut. Da ist noch Holz gespawnt, sehr schön. Boah, noch eine Scherbe. Nimmst die Spinne gleich mit, die Drache gleich mit? Nee, leider nicht. Der hat so zurückgeschleudert. Okay. Schleust der denn zurück? Okay, wir lassen das hier. Wir gehen durchs Loch. Also nochmal ein Loch. Okay, nimm das hier. 7 Ebenen. Sehr schön. Oh. Eine Schatzkammer. Mal kurz sprengen hier. Hier wieder Platz. Schatzkammer finde ich immer cool. Hat dann die Chance, super, super Sachen zu finden. Da muss ich entscheiden, was werfe ich weg. Ich glaube, die weiß Algebrachen nicht. Also wollte ich einen Rubin mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Lehm. Nein, das brauchen wir nicht. So. Gut. Gut, nehme ich eine normale Treppe nach unten jetzt. Aha. Oh nee. Da kam wieder mal wieder nicht pünktlich weg. Oh, oh.
Okay, mal kurz, ich muss kurz hier das hier hochnehmen, zack. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut für heute und bedanke mich fürs Zusehen. Das heißt, morgen geht es dann wieder hier weiter und wir schauen, was wir noch alles erreichen. Bis dann, bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.